Ja, hallo, liebe Geschwister und liebe Freunde von Keep My Words. Mit diesem Video möchte ich ganz gerne mal wieder so ein kleines Update geben, von dem, was so alles gerade geschieht und euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Wie es unschwer zu erkennen war, haben wir jetzt seit dem Jahreswechsel, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wann das letzte Video hochgeladen wurde, aber es ist, glaube ich, schon jetzt fast 2 Monate her. Ich glaube, um den Jahreswechsel so rum ist es sehr still geworden so auf dem Kanal von Keep My Words. Und ich wollte einfach auch die treuen Beter und die Unterstützer von Keep My Words und wie gesagt alle Geschwister, die auch da so mit drin sind und involviert sind, wollte ich einfach mal mitnehmen in das, was gerade so jetzt aktuell so am Laufen war und auch noch ist. Ich möchte mit diesem Video aber auch Stellung beziehen zu meiner Mitarbeit bei Hand in Hand. Ich bin kein Freund von der Gerüchteküche und aus diesem Grund, bevor irgendwelche Gerüchte aufkommen, möchte ich ganz gerne einfach hier für Klartext sorgen und somit jedem Gerücht erstmal zuvorkommen. Aber dazu etwas später mehr. Wie ihr bestimmt in unserem Kanal mitbekommen habt, also machen wir das schon seit Jahren so, dass wir um den Jahreswechsel Anfang Januar immer ein etwas längeres Gemeindefasten haben. Dieses Gemeindefasten hatten wir dieses Jahr auch. Das fing gleich, ich glaube, am 2. Januar an und ging dann für 3 Wochen. Und alleine schon dort in dieser Zeit, wo wir am Fasten sind, ist es natürlich ganz normal, dass gewisse Dinge auch mit gefastet werden, sag ich mal. Fasten ist ja etwas, wo man sich ausrichtet, neu fokussiert, sag ich mal, wo man sich selber auch Zeit nimmt, um vielleicht auch mal zur Ruhe zu kommen und Dinge wieder neu zu priorisieren, von denen man vielleicht auch merkt, dass sie irgendwie aus dem Fokus gekommen sind. Oder beispielsweise ist Fasten auch immer eine wichtige Zeit für uns, wo wir auch wirklich Gott intensiv suchen, um zu erfahren, was hast du mit uns vorher? Was willst du mit uns tun? Und deswegen setzen wir eigentlich schon seit einigen Jahren immer zum Jahreswechsel, immer an den Anfang eines noch jungen und unbeschriebenen Jahres, so eine 3-wöchige Fastenzeit. Und das alleine ist ja schon so eine Zeit, sag ich mal, wo man versucht wirklich zur Ruhe zu kommen, um diesen Fokus neu zu erkennen. Und alleine das ist schon ein Grund, dem ist schon ein Grund geschuldet, warum es dann natürlich in dieser Zeit auch etwas stiller werden kann. Weil man natürlich, und ich hoffe, das geht jedem so, der da fastet, zumindest versuche ich das, ich möchte auch ganz gerne mehr und mehr wegkommen, sag ich mal, von diesem medialen Trubel um einen herum. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wir haben dieses Smartphone, haben wir ja 24/7 in unseren Taschen. Immer bimmelt das, immer klingelt das, immer rappelt da irgendwas und diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, Dauererreichbarkeit und Daueronline sein, das ist etwas, was mich schon lange stört. Und natürlich benutze ich so eine Zeit des Fastens auch klar und intensiv dafür, dass ich eben auch auf dieses Mediale ein Stück weit lerne, mehr und mehr zu verzichten. Okay, das waren diese 3 Wochen Fasten, ich sag mal so, diese ersten 3 Wochen des Januar. Dann haben meine Frau und ich jetzt persönlich, für uns haben wir einfach gemerkt, wie wichtig es auch ist, dass wir die Dinge, die uns beschäftigen, jetzt nicht nur was jetzt mit der Gemeinde zu tun hat oder mit dem Dienst von Keep My Words zu tun hat, sondern ganz klar, was auch uns selbst beschäftigt, was uns auf dem Herzen liegt, was uns auf dem Herzen brennt, dass wir diese Dinge natürlich auch ins Fasten bringen und vor Gott bringen. Und wir haben dann, meine Frau und ich, haben dann eigentlich Ende Januar
und hineingehend in den Februar und viel vom Februar immer wieder so Zeiten gehabt, wo wir persönlich auch gefastet haben. Ja, auch wenn wir gerade diese 3 Wochen Fasten hinter uns hatten, haben wir dennoch, sag ich mal, einige Fastenzeiten für uns persönlich gebraucht und benutzt und in Anspruch genommen, wo wir ja als Ehepaar einfach als Mutter, als Vater für unsere Kinder, für unsere Familie, wo wir wirklich ins Fasten und ins Gebet gegangen sind, um Gottes Angesicht dort zu suchen. Und auch dort war es uns und mir persönlich natürlich ganz besonders dann auch wichtig, hey, dass diese Zeiten wirklich auch Zeiten sind, wo man ja wirklich auch mal zur Ruhe kommt von diesem ganzen medialen Drumherum. Und somit war jetzt halt eben gerade auch der Februar für uns persönlich eine Zeit, wo wir wirklich ja mal zur Ruhe gekommen sind und viele, viele Dinge einfach auch vor Gott bewegt haben, viele, viele Dinge vor Gott einfach ins Gebet, ins Fasten, vor Gottes Angesicht getragen haben. Es war eine intensive Zeit des Hörens, auf jeden Fall. Gott, was hast du mit uns vor? Was ist dein Plan für uns? Was hast du mit unserer Familie vor? Wo geht es hin mit uns? Da stehen ganz viele Dinge jetzt gerade auch so zur Frage. Hausverkauf und all solche Sachen halt eben. Die ganze Situation, wo ich jetzt auch meine Arbeit niedergelegt habe. All diese Dinge bewegen wir immer wieder vor dem Herrn und legen dem Herrn das einfach immer wieder hin. Und wir merken halt eben, wie wichtig das für uns ist, dass wir Gottes Angesicht da suchen und dass wir ins Fasten gehen und wirklich ja vor dem Herrn einfach dort sind. Und das sind dann natürlich auch Zeiten, wo wir mehr und mehr darauf achten, gewisse Dinge zu priorisieren und andere gewisse Dinge dann dafür eben mal ruhen zu lassen. Und das war auch ein Stück weit unser oder mein mediales Auftreten über Keep My Words. Das andere, was auch noch in diese Zeit mit hineingespielt hat, ist die Situation mit der Gemeinde, Hausgemeinde, Leben. Es ist ein immer noch sehr, sehr neues, sehr, sehr herausforderndes und sehr, sehr interessantes Feld für uns, wo wir als Hausgemeinde merken, okay, so viele Dinge sind einfach komplett anders, als wie wir das die letzten 10 Jahre in diesem großen Kinosaal dort gelebt haben. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass einfach Hausgemeinde, das ganze Drumherum, das ganze Setting, das ganze Komprimierte und Intime, sag ich mal, was halt eben diese Nähe auch mit sich bringt, plus diese ganze Logistik, die dahinter steht, immer wieder wechselnde Versammlungsorte, immer wieder andere Häuser. Manchmal sind es einfach auch Orte, die 25 Kilometer auseinander liegen, was dann natürlich schwierig ist für Menschen, die nicht unbedingt sehr mobil sind. Also all diese Dinge haben jetzt auch in dieser Zeit mit hineingespielt. Und das Größte, was so an Veränderung jetzt auch da war, was ich, sag ich mal, auf die mediale Präsenz von Keep My Words und die Verkündigung, die wir auch immer hochgeladen haben, auswirkt, ist ganz einfach das, dass wir ja eigentlich seit Jahreswechsel die Versammlungen sehr stark so abgehalten haben in einer Art und Weise, wo wir mehr und mehr, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wo wir mehr und mehr davon weggerückt sind, diese Frontalpredigten zu halten, im Sinne von einer Predigt, beispielsweise ich, und dann ist das wie ein Monolog und der Rest der Versammlung sitzt still dort und hört zu. Und wir haben angefangen, viel, viel mehr, und das bringt halt eben diese Intimität in Hausgemeinde mit sich, wir haben angefangen, viel, viel mehr in einem Austausch das Wort Gottes zu studieren und zu betrachten. Und es ist auch für mich ein neues Feld zu lernen,
das Wort Gottes zu lehren und zu vermitteln in Form eines Dialoges mit vielen Fragen. Es ist sehr, sehr ungewohnt für mich als jahrelanger Frontalprediger, der, sag ich mal, keine Schwierigkeit damit hatte, 1,5 Stunden, 2 Stunden Monologpredigen zu halten. Jetzt, sag ich mal, die Versammlung in Form von Dialogen mit ins Wort Gottes zu nehmen und viele, viele Fragen zu stellen, auf viele Fragen einzugehen. Und das war jetzt so etwas, was jetzt ganz, ganz verstärkt bei uns die letzten Wochen und, wie gesagt, jetzt die letzten 2 Monate dran war. Und diese Art von Verkündigung bringt es natürlich durch das Fragestellen mit sich, dass es schwer ist, eine Kamera dort laufen zu lassen. Also das ist ganz klar zu sehen. Es ist dann unheimlich schwer, dort die Kamera mitlaufen zu lassen und in einer Art und Weise das mitzuschneiden, dass es dann noch zielführend und verständlich ist für Außenstehende, die das dann irgendwo auf YouTube betrachten. Genau, das eigentlich so genau zu dem Update jetzt mal, wie es gerade um uns jetzt gerade so steht und warum jetzt in der letzten Zeit vielleicht öfters mal nicht die Kamera mitlief und es ziemlich still um Keep My Words wurde. So, nachdem ich mal eben den Standort gewechselt habe, weil dann doch eine größere Gruppe von Hundebesitzern dort mit ihren bellenden Hunden kam, was ja nicht so förderlich ist für so ein Video, weiter in dem Thema, was ist bei uns gerade los. Genau. Das nächste Ding, wo ich euch einfach mit hineinnehmen möchte, ist ja, die Vorbereitung für die Acts 29 Jüngerschaftsschule ist jetzt auch gerade voll in Gange. Auch ein Grund, warum jetzt vielleicht gerade nicht so viel über Keep My Words gerade medial zu sehen ist, weil so eine Vorbereitung für so eine Jüngerschaftsschule doch schon sehr intensiv ist. Also es ging jetzt viel um Lehre natürlich, Vorbereitung für Lehre. Wir hatten viele Teilnehmerinterviews, Gespräche einfach mit Teilnehmern, die sich beworben haben für die Jüngerschaftsschule, um sie ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen ihre Situation kennenlernen zu können, wo sie im Glauben stehen und was die Motivation für sie ist, sich für so eine Jüngerschaftsschule anzumelden. Genau, das war jetzt auch alles so, was jetzt so gerade die letzten Wochen sehr, sehr stark natürlich dort mit reingespielt hat, wo natürlich auch viel, viel Zeit ins Land geht in diese Vorbereitung. Genau. Ja, dann ist das einfach mal so ein grober Überblick über die letzten beiden Monate, über Januar und Februar. Und da möchte ich dann halt jetzt eben auch noch, was ich eben ja schon angekündigt hatte, nochmal Stellung zu einem mir ganz wichtigen Thema beziehen, wo ich einfach merke, dass es ein großes Potenzial besitzt, dort in eine Gerüchteküche irgendwo vor sich hin zu köcheln, und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und das Thema ist halt eben meine Zusammenarbeit mit dem Dienst von Hartwig Henkel, mit Hartwig selbst und mit Hand in Hand. Und ja, viele Leute haben es schon so irgendwie durch Mundpropaganda mitbekommen. Ich wurde schon von vielen, vielen angeschrieben und nachgefragt, nachgehakt, angerufen. Hey, wie sieht's aus? Ich habe gehört, arbeitet nicht mehr mit Hand in Hand zusammen. Ihr habt euch da getrennt. Und um das ganz vorne wegzunehmen, das ist kein Gerücht. Und es ist so, ich arbeite nicht mehr mit Hartwig zusammen in Form von dieser Kooperation, dass ich bei Hand in Hand mitdiene. Ich habe seit einigen Jahren dort in dem Bereich Verkündigung mitgewirkt, habe seit einigen Jahren in dem Bereich Lobpreisleitung dort mitgewirkt, und genau, unsere Wege haben sich jetzt getrennt. Aber um das auch vorne wegzunehmen, im Guten. Und genau, da einfach nochmal so ein paar Worte zu wieso, warum und weshalb. Das ist eigentlich gar nicht so viel, was es da zu sagen gibt. Das Gröbste ist einfach, wir haben unterschiedliche Vorstellungen
von gewissen wichtigen Themen, wo wir auch lehrmäßig Stellung zu beziehen. Und diese Themenbereiche, wo wir einfach eine unterschiedliche Sicht haben, sind einmal die Ausrichtung des apostolischen Dienstes selber, dann das Verständnis von Gemeinde und Jüngerschaft und ganz speziell auch, ja, wie Gemeinde gelebt wird und wie Jüngerschaft gelebt und umgesetzt wird. Und da ist es halt eben so, ja, dass wir festgestellt haben, dass wir da andere Ansichten einfach zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass das so verwunderlich ist, denn Hartwig lebt selbst seit, weiß ich nicht, einigen Jahrzehnten Gemeinde gar nicht mehr so wie ich. Ich bin da ein bisschen anders involviert. Ich lebe derzeit und die letzten Jahrzehnte halt eben das Thema Gemeinde komplett. Und somit ist es da auch nicht verwunderlich, dass wir wohl einige unterschiedliche Ansichten in einigen Themenbereichen dort halt eben auch haben. Das ist ganz normal. Das kommt vor. Und das ist jetzt auch nichts. Also ich sag's mal so, aus meiner Perspektive ist es jetzt nichts, wo man jetzt drum traurig sein müsste oder so. Das sind einfach Prozesse, die sind normal. Es ist jetzt nichts, wo man jetzt hinterher trauern müsste. Denn das würde ja heißen, dass es irgendwo auf irgendeiner Seite einen Verlust gegeben hätte. Und ich bin mir sicher, den kann Hand in Hand auf seiner Seite nicht geltend machen, irgendwelche Verluste. Und ich ebenso wenig. Ja? Auch wenn ich sehr, sehr viel profitiert habe von der Lehre von Hartwig, von Hand in Hand selbst, so weiß ich, dass Hand in Hand auch von meiner Lehre oder meiner Begabung zu lehren oder zu predigen oder von meinem Lobpreisdienst auch profitiert hat. Und somit haben wir beide eigentlich nur gewonnen. Ja? Hand in Hand hat gewonnen die letzten Jahre. Ich habe etwas dazu gewonnen an Erkenntnis, an Dinge, die ich lernen konnte. Und somit ist es kein Verlust, der zu beklagen ist. Auf gar keinen Fall. Ich sehe es für mich so, und da kann ich jetzt halt eben nur für mich sprechen, ich sehe es für mich so, ein neues Kapitel hat sich aufgetan einfach, auch gerade mit unserer Hausgemeinde und wie wir Gemeinde leben wollen, wie wir Jüngerschaft umsetzen und leben. Und in diesem Sinne ist es einfach so, dass man das tun sollte, was die Bibel auch sagt, dass man nach vorne blickt, dass man erwartungsvoll und hoffnungsvoll seinen Blick nach vorne auf Christus richtet und wirklich auch im Glauben erwartet, dass er ein Recht führen wird und das umsetzen wird, was er in seinem Willen für uns alle vorgesehen hat. Genau, so viel vielleicht von meiner Seite. Ein kurzes Update, wie gesagt, was so die letzten 2,5 Monate jetzt gerade bei uns hier in Bremerhaven los ist, was mit Keep My Words los ist. Eine kurze Stellungnahme zu meinem Dienst von Hand in Hand, was dort los ist, die Beendigung der Zusammenarbeit mit Hand in Hand, dass ihr einfach da einmal mit hineingenommen werdet. Ja, natürlich wird es jetzt auch bald wieder weitergehen. Ich denke mal, dass die nächste Verkündigung vielleicht sogar schon heute Abend. Kann sein, dass sie heute Abend schon online geht. Genau, sonst die nächsten Tage. In diesem Sinne, hier aus Bremerhaven ganz, ganz liebe Segensgrüße. Dem Herrn befohlen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für jedes Gebet. Ciao, ciao.